Lock, 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 lock. Hallo und privet aus Kaliningrad. Gestatten? Ich mache Sie bekannt. Das ist meine zukünftige Rente. Wir leben ja in Russland auch von der Rente, die die jüngere Generation bezahlt. Also warte ich darauf, dass Russland groß und stark wird und viel Geld verdient und viel Geld in den Rentenfonds einzahlt. Und wenn Russland viel Geld in den Rentenfonds einzahlt, dann wird auch meine russische Rente erhöht. Nun, Sie wissen ja in der Zwischenzeit schon, dass ich mit einer russischen Familie zusammenlebe, seit 1995. Der Sohn von der russischen Familie ist in der Zwischenzeit schon groß, sehr groß, größer als ich. Ich habe ihn kennengelernt, als er noch als kleiner Steppke in einem Kinderbett schlief. In der Zwischenzeit ist er verheiratet und hat zwei Söhne. Ruslan ist der Kleine. An sich ist unsere Straße eine sehr, sehr ruhige Straße. In Deutschland würde man sagen Anliegerstraße. Aber ab und zu kommt auch mal ein Auto vorbei. Tja, und dann kann eben halt mal ein kleines Malheur passieren. Aber nichts Schlimmes. Ein russischer Mann weint nicht. Кисы боли, у собаки боли, а у Русика заживи. Все. Все. Смотри, когда машина, ты так не паникуй. Ты просто увидел машину и в стороночку. Не надо прямо подпрыгивать. Ab und zu treffen wir uns mal. Mal hier auf unserer Straße oder mal irgendwo vorm Supermarkt und schwatzen ein bisschen miteinander. Привет, Руслан. Скажи, что там? Привет. Как у тебя дела? Дела. Ничего? Все дела хорошо? Как дела? Как дела? Все хорошо? Давай, я сейчас тоже иду за продуктами. Ты уже был в магазине? Да. Тебе уже все купили? Да. Да? И мороженое, и пирожное, конфеты. Нет, нам сок. Нет. Сколько можно? Сок? Да. А какой сок? Какой сок, скажи. Яблочный? Да. Да? А мне лучше нравится апельсиновый. Да. Тебе тоже нравится? А очень вкусно еще ананасовый. Да. Это очень, да. Вот. Все, окей, все, хорошо. Всего доброго. Руслан, пока. Пока. Вот так, пока. Пока-пока. До встречи. Жду тебя. Пока. Meine zukünftige Rente. Der Enkel.